Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Menschen brauchen die konkrete, angreifbare und intime Erfahrung, um kirchliche Kunst und damit Glaubensvermittlung verstehen zu können, sagt St. Pöltens Museumsdirektorin, Diözesankonservatorin Barbara Taubinger. Wie darf ich das verstehen, vor allem mit der Intimität? Wir kämpfen heute damit, dass eigentlich, ich sage immer, sakrale Codes vielfach nicht mehr gelesen werden können. Wir befinden uns in einer sehr stark aufgeklärten Gesellschaft und wenn man christliche Kunst ansieht und betrachtet, ist es vielfach, wenn wir nicht aus einem sehr stark religiös geprägten Kontext kommen, nicht mehr möglich, dass wir die Dinge, die vor Jahrhunderten extra so plakativ auf Altären, auf Gemälden dargestellt wurden, damit es einfach die Kirchenbesucher dieser Zeit, die vielfach nicht lesen konnten, also dass die eindeutige Botschaft verstanden haben. Und da hat sich natürlich in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten eine extreme Trendwende manifestiert. Heute brauchen wir eine schriftliche Erklärung dazu, heute brauchen wir einen QR-Code, heute brauchen wir eine Lesehilfe. Und das ist eben ein Bedürfnis der Zeit, auf das wir als Museum am Dom versuchen einzugehen und dann zu sagen, okay, dann erzählen wir eben diese spannenden Geschichten hinter den Objekten. Und das Museum ist ja eher ein kleineres Museum, es ist ein sehr intimes Umfeld, das wir hier bieten können, um eben versuchen, diese ja, christlichen Grundbotschaften auch zu transportieren, die teilweise natürlich eine Bedeutung seit Jahrhunderten, Jahrtausenden haben und vielfach auch in unserer heutigen Zeit ja notwendiger denn je sind. Intimität bedeutet ja per Definition tiefste Vertrautheit. Wie wollen Sie die herstellen, junge Leute erreichen, Menschen, die mit sakraler Kunst eigentlich gar nichts am Hut haben? Wir haben dazu vor allem im Bereich, sage ich mal, der jungen Menschen und ich nenne es auch immer der kirchlich Fernen unter Anführungszeichen, voriges Jahr ein Pilotprojekt gestartet. Wir haben bei unserer Reliquienausstellung voriges Jahr eine Kooperation und eine Zusammenarbeit mit einer Schulklasse gehabt aus dem Wienerwald-Gymnasium in Tullnerbach und haben uns da über 1,5 Jahre gemeinsam mit 15-, 16-Jährigen Gedanken gemacht. Was haben Reliquien, das vorjährige Ausstellungsthema, was haben Reliquien überhaupt für eine Bedeutung für eine junge Generation? Und am ersten Blick hätte man sagen können, na, überhaupt keine. Ja. Im Laufe dieser Zusammenarbeit sind so tolle zeitgenössische Produktionen herausgekommen, wo sich junge Menschen wirklich auf einer sehr tiefen Ebene auch damit beschäftigt haben, was ist für uns denn heute wichtig? Und? Weil bei Reliquien geht es darum, dass es eigentlich was Zurückgelassenes, ein Stück eines Heiligen, einer Heiligen. Ja. Und sie haben das auf verschiedene Ebenen transportiert. Das war auf der einen Seite ein künstlerischer Beitrag, wo eine Schülerin Haare von sich und ihrer Familie gesammelt hat und die in ein ja, fast modernes Reliquiar gebracht hat und gesagt hat, für mich ist die Familie das Wichtigste, das ist das Zentrale, was mich beschäftigt, das ist für mich heilig, das ist mir wichtig. Wow. Auf der anderen Seite war das zum Beispiel ein Schüler, der von einem Rapper, den er sehr verehrt, ein CD-Cover gestaltet hat und hat sich für dieses CD-Cover ein ganz bekanntes Gemälde von Raphael ausgeborgt und hat den Christuskopf ausgetauscht, indem er den Kopf des Rappers eingesetzt hat, weil er gesagt hat, das ist für mich fast das, was ja, als himmelfahrtsartig ist. Das Wichtigste ist mir diese Musik und die verehre ich reliquienmäßig. Ja. Also das Christentum... Ich habe Gänsehaut. Ich finde das großartig. Ja, da sind super viele interessante Beiträge entstanden, wo man wirklich gemerkt hat,
Es hat für junge Menschen noch immer eine wichtige Funktion, aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich damit zu beschäftigen und auch damit identifizieren zu können. Und das ist halt ein Auftrag, den wir im Museum ganz stark sehen. Wie kann ich christliche Kunst heute vermitteln und wie kann ich eine Identifikationsbasis schaffen? Und eine Vertrautheit. Bischof Alles Schwarz spricht in den höchsten Tönen von Ihnen, freut sich über eine bestens ausgebildete, wissenschaftlich fundiert und inspiriert denkende Frau an der Spitze des Diözesanmuseums. Ihr Ziel bis 2024 lautet Neuaufstellung der Museumssammlung. Was hat das zu bedeuten? Wir haben aktuell ist ein Museumsteil geschlossen und gesperrt, wo eben früher die sogenannte Dauersammlung, also die Sammlung, die wir eigentlich im Haus verwalten, ihren Aufstellungsort gefunden hat. Und die möchten wir bis 2024, bis zum großen Kulturjahr, neu aufstellen. Das war damals natürlich in den 80er Jahren aufgestellt worden. Das war eine chronologisch aufgestellte Sammlung, die sich heute halt mit stilistischen, kunsthistorischen Aspekten beschäftigt hat, die es natürlich weiterhin nicht zu vernachlässigen gilt. Aber heute muss man natürlich dieses viel zitierte Storytelling überlegen und sagen, ja, wie kann man diese christlichen Botschaften und Werte auch in einer Museumssammlung zeigen? Was haben sie heute noch für eine Relevanz? Weil, wenn man bei Führungen, wir machen ja auch viele Führungen und Kunst- und Kulturvermittlung, dann die Frage gestellt bekommt, wo auf großen Bildern im Dom zum Beispiel Jesus, der eben rot-blau gewandet, auch ganz stark optisch das Zentrum einnimmt in den Gemälden, wenn man die Frage gestellt bekommt, wer ist der Mann eigentlich, dann gibt uns das den Auftrag zu sagen, dann müssen wir uns in der Vermittlung aber was anderes überlegen. Und in Ihrem, ich weiß, dass es in Ihnen brodelt. Was haben Sie da so vor? Was haben Sie für Ideen? Es geht, also wir möchten eigentlich in die Richtung gewisse Aspekte herausgreifen, ja, zu sagen, was sind diese Grundpfeiler, wofür steht die christliche Religion? Da geht es natürlich ganz stark um Nächstenliebe, da geht es um Barmherzigkeit, da geht es aber auch darum, diese zentralen Figuren, von denen wir immer sprechen, von Jesus, von Maria, nicht nur optisch und künstlerisch ein bisschen näher zu bringen, sondern auch ein Interview mit ihnen zu machen. Ja, was sind denn die Botschaften, die ihnen wichtig sind? Ja. Barbara Taubinger, Sie gelten durch Ihre zahlreichen Publikations- und Vortragstätigkeiten in Fachkreisen als Expertin in Sachen sakrale, also religiöse Kunstgeschichte. Was fasziniert Sie denn daran so besonders? Mich fasziniert besonders erstens diese universelle Sprache auf der einen Seite, die ja seit Jahrhunderten irgendwie gleich geblieben ist. Und man muss dazu sagen, ich bin ins Stiftsgymnasium Melk gegangen und war natürlich mit der 1A-Kunstausstattung des Barocks ständig umgeben. Und wenn ich dann immer in der Stiftskirche in Melk gesessen bin und dann mir überlegt hat, was hat Künstler dieser Zeit motiviert, einfach so ein christliches Imperium auch hier wiederzugeben und abzubilden? Ja, und irgendwie ist dann einmal der Wunsch entstanden, Kunstgeschichte zu studieren. Und schon während meines Studiums hat mir die christliche Kunst halt aus verschiedenen Facetten immer besonders fasziniert. Und ich glaube, es ist eigentlich noch immer eine universelle Sprache und es ist eine tolle Möglichkeit, in einem Beruf so einer universellen Sprache eine heutige Übersetzungsmöglichkeit vielleicht anzubieten. Aktuell beschäftigen Sie sich ja auch und unter anderem im Rahmen Ihrer Dissertation mit der Thematik Sakralisierung der Landschaft durch die Wallfahrtsorte mit Blick auf die Votivgaben in niederösterreichischen Schatzkammern. Was Ja. darf ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist im Prinzip mehr oder weniger mein Hobby, das eigentlich sich in vielen Dingen mit meinem beruflichen verbindet. Als Konservatorin, das muss jetzt kurz ausholen, Ja, das Museum bitte. ist ja eigentlich in einer Abteilung auch mit dem Diözesankonservatorat. Es ist eine Abteilung für Denkmalpflege eigentlich, wo wir dafür zuständig sind, dass in den Pfarrkirchen der Diözese, das sind 422, also eine doch größere Anzahl,
wenn es um Restaurierungen geht, sei es jetzt von einzelnen Ausstattungsgegenständen, sei es von einem ganzen Kircheninnenraum, eigentlich da mithelfen, um in der Organisation bei der Auswahl der Restauratoren zu schauen, ob das denkmalflachfachlich in Ordnung ist. Und da sind mir irgendwann vor einigen Jahren auch Schatzkammern aufgefallen, die in diesen Bereich fallen. Und das Wallfahrtswesen und Schatzkammern sind ja so ein ganz spezielles Thema, die sehr stark einen gewissen Volksglauben zum Ausdruck bringen. Und die Wallfahrt, man möchte ja sagen, wenn man sich das heute anschaut, hat ja doch auch wieder an Aktualität gewonnen. Absolut. Wallfahrt ist wieder hip, Wallfahren ist wieder hip. Und wenn man aber diese Objekte anschaut, die sich da über Jahrhunderte lang in diesen Schatzkammern gesammelt haben, ist es jetzt wieder das, was mich auch beim Museum so interessiert, nämlich diese persönlichen Geschichten, die hinter jeder einzelnen Votivgabe stehen. Und Votivgaben sind einfach eine Gattung, wo man aufgrund der Art der Gattung meistens einen Namen hat, meistens ein Datum hat und oftmals auch den Votationsanlass. Also warum hat das jemand gestiftet? Und du kannst einfach dadurch Einblicke schaffen in, ich sage ja auch, in die Sozialgeschichte über Jahrhunderte. Barbara Taubinger, geboren worden am 21. Jänner 1986 in Melk. In welchem Umfeld sind Sie in St. Margarethen an der Sierning aufgewachsen? Ja, ich bin in einem sehr behütenden Umfeld eigentlich aufgewachsen. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Also meine Großeltern haben oben gelebt. Ich, meine Schwester und meine Eltern im Erdgeschoss. Die Vorteile eines Mehrgenerationenhaushalts von klein auf mitbekommen. Es war ständig jemand da, der sich um uns gekümmert hat. Also wir sind irgendwie nie uns selbst überlassen gewesen. Wir haben aber die Möglichkeit gehabt, und sehr, also meine Schwester und ich, sehr stark auch nach unseren Interessen zu entwickeln. Ja. Mein Papa ist Gymnasiallehrer für Geschichte und Deutsch, und Oh, somit ist okay. eigentlich das geschichtliche Interesse in mir schon sehr früh geweckt worden. Ja. Und ich durfte dann, was ja auch nicht selbstverständlich ist, eigentlich zwei Studienrichtungen studieren mit Geschichte und Kunstgeschichte, wo viele sagen, das ist ja eigentlich ein brotloses Fach. Ja. Ja, weil Ihre Eltern haben offenbar an Sie geglaubt. Und wenn man für etwas brennt, dann ist man auch gut darin, wie man sieht, Frau Direktorin. Allerdings, besonders geprägt auch in die Richtung christliche Kunst, hat Sie ein Pfarrer, Peter Schleicher. Inwiefern? Als ich mich mit meinen beiden Diplomarbeitsthemen mit dem ehemaligen Zisterzienserkloster Neuberg an der Mürz in der Steiermark beschäftigt, und da war damals Peter Schleicher der Pfarrer dort, und also ich war dann in sehr vielen Gesprächen dort, und ich habe mir einerseits mit einer barocken Freskenausstattung eines Speisesaals beschäftigt, und auf der Geschichte habe ich über Steinmetzzeichen gesprochen, die sind geschrieben, die es in Neuberg an der Mürz noch sehr viele gibt. Und der hat in einer derartig auf der einen Seite aufgeklärten Art und Weise über die Verbindung zwischen Kunst und Glauben gesprochen, in irrsinnig vielen Gesprächen und Stunden, die ich dort verbracht habe. Und das hat mich dermaßen beeindruckt und irgendwie auch berührt, dass ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich doch in die berufliche Richtung irgendwas mit christlicher Kunst weitermachen. Ja. Barbara Taubinger, woran glauben Sie? Worauf basiert Ihr Glaube? Ja, mein Glaube basiert natürlich auch, also ich bin ein gläubiger Mensch, würde ich von mir selbst sagen. Mein Glaube basiert aber auch darauf, dass man Dinge, die man gerne tut, hoffentlich auch gut tut. Ich denke auch, ich identifiziere mich auch schon sehr stark mit einem, ja, gewissen Gemeinschaftsgefühl. Das sehe ich auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen im Team. Wir sind ja auch ein sehr kleines Team in der Arbeit, und
dann auch dem Grundsatz, ja, zusammen ist man mehr als der einzelne Teil, einfach auch Teamleistungen wertzuschätzen und einfach in einem, ja, privat in einem wunderbaren Umfeld leben zu dürfen und dann beruflich eigentlich das zu machen, was man sehr gern macht, das ist sehr erfüllend. Sie glauben auch, dass das Treffen bestimmter Personen oder das Auftun gewisser Möglichkeiten zur richtigen Zeit das Leben verändern oder eine andere Richtung lenken Das glaube können. ich auf alle Fälle. Es sind oft nur so Ja. Kleinigkeiten, wo man dann zurückdenkt, warum man die eine oder die andere Entscheidung getroffen hat. Und vielleicht in dem Moment hat man sie aus irgendeiner tieferen Überzeugung oder aus irgendeinem Bauchgefühl herausgetroffen. Und wenn man dann später ein bisschen dazu reflektiert, dann weiß man, es war genau die richtige Entscheidung und man war halt wirklich zur richtigen Zeit am Am richtigen richtigen Ort. Ja. Ort, wie Ihr BE-Lehrer. Bildnerische Wie Erziehung. mein BE-Lehrer, ja. Der eigentlich damals, ja, ich muss sagen, ich mit Kunst immer schon gefallen, ich habe mich sehr gerne damit beschäftigt, aber leider bin ich nicht gesegnet mit irgendeinem künstlerischen Talent, ja. Und der hat einen dermaßen großartigen BE-Unterricht gemacht, wo wir auch sehr viel über Kunsttheorie gesprochen haben und hat dann eigentlich zu mir gesagt, hast du dir schon vielleicht mal irgendwann überlegt, ob du nicht Kunstgeschichte studieren möchtest, ja. Und das war dann der Ja. Grundstein, dass ich das wirklich auch dann gemacht habe, ja. Seit Jänner 2020 leiten Sie jetzt die Geschicke als Direktorin des Diözesanmuseums St. Pölten, Museum am Dom heißt es. Was macht dieses Museum so besonders? Inwiefern ist es das erste derartige Museum in Österreich? Museumsgründer Johannes Fahrn-Gruber hat 1888 eben das damalige Diözesanmuseum gegründet. Das ist somit das älteste Museum dieser Art in Österreich und hat eben den Grundstein einer Sammlung gelegt, den wir ja bis heute noch verwahren und verwalten dürfen. Johannes Fahrn-Gruber war schon als Persönlichkeit ein sehr interessanter Mensch, weil er eigentlich in der Zeit dieses ausgehenden 19. Jahrhunderts begonnen hat, Dinge, die in den Pfarren keine Verwendung mehr hatten, zu sammeln, mit nach St. Pölten in die Zentrale zu nehmen, dort zu verwahren. Und Ziel war eigentlich auch, dem Priestertum hier eine Möglichkeit zu geben, sich in kirchlicher Kunst weiterzubilden. Und er hat so aus diesem Grund heraus so viele Objekte und Schätze gerettet, die eigentlich ohne sein Zutun sicher heute nicht mehr vorhanden wären. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel einige wunderschöne spätgotische Glasfenster aus Kirchen. Und zum Beispiel eine ganz tolle Scheibe, die den heiligen Stephanus zeigt, aus der Pfarrkirche in Eckenburg. Die sind einfach ausgebaut worden, weil man zu dieser Zeit die Kirche neu gotisiert hat. Das heißt, einfach mit einem neuen Zeitgeschmack ausgestattet hat. Und alles, was halt dann teilweise noch da war, hat man entweder auf den Dachboden im Idealfall noch geräumt. Und er hat aber eigentlich den Wert dieser Objekte erkannt, hat sie mit hereingenommen und er war ein Schlauer. Er hat sich bei vielen Dingen einfach schon eine Schenkungsurkunde ausstellen lassen, damit später nicht irgendwann vielleicht Ja, Rückforderungen passieren unglaublich. können. Unglaublich. Europa, wer bist du? Menschen, Mächte, Mythen ist der Titel der aktuellen dreiteiligen großen Ausstellung, die Anfang Mai eröffnet wurde im Museum am Dom. Über das Werden Europas, den ersten Teil haben wir uns ausführlich in Teil 1 unseres Podcast-Interviews unterhalten. Das Impfverzeichnis und das Schutzbocken-Impfungszeugnis sind unter anderem Gegenstand davon. Mit Europa in Aufruhr und Bewegung startet am 29. Juni Teil 2 und mit europäische Entdeckungen und Erfindungen am 31. August Teil 3. Jetzt sowohl als Kunsthistorikerin als auch als Mensch. Barbara Taubinger, was gehört für Sie zur größten Entdeckung Ihres Lebens? Ja, das ist eine spannende Frage. Naja, zur größten Entdeckung des eigenen Lebens, glaube ich, gehört eigentlich immer das, wenn man im jungen Erwachsenensein eigentlich dann einmal merkt, was möchte man machen
wie möchte man das zukünftige Leben gestalten, wo soll es beruflich auch hingehen. Und ich glaube, dass da in meinem Fall das viele kleine Entdeckungen waren, die einfach ja, für mich sehr glückbringend waren und mich jetzt in eine Situation befördert haben, wo ich sage, ich bin wirklich in der glücklichen Situation, die Dinge zu tun, die ich sehr gern mache, für die ich auch privat brenne, die mir ein großes Anliegen sind und einfach auch in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, sage in der Diözese St. Pölten, wo wir ein Museum gestalten dürfen als Team, auch noch ein bisschen nach unseren Vorlieben, nach den Dingen, die uns als, ja, als Generation 30 plus wichtig sind. Und das ist auch eine ganz, ganz große Chance. Gönne dich dir selbst. Von diesem Lebensmotto habe ich noch nie was gehört. Ich finde das schön. Was bedeutet es für Sie, auch in der Umsetzung? Das ist ein Zitat vom Zisterzienser Bernhard von Clairvaux, ja. Und ich versuche es immer mehr als Motto zu nutzen. Das ist eigentlich, wenn man so möchte, hat Bernhard von Clairvaux dem damaligen Papst Eugen III. Eigentlich so eine Art, das ist interessant, Stressbewältigungstipps gegeben für einen arbeitsüberlasteten Papst im 12. Jahrhundert, auch ein Zisterzienser. Und da sagt er, ich habe mir das extra jetzt noch das ganze Zitat herausgesucht, weil ich es so spannend finde: Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer, ich sage nicht, tu das oft, aber ich sage, tu es immer wieder einmal, so wie für alle anderen auch, für dich selbst. Oder jedenfalls sei einmal auch für dich selbst da, bevor du für alle anderen da bist. Und ich finde, gerade in einem doch sehr stressigen Alltag, den wir vielfach haben, sich hier und da wieder die Zeit für sich selbst zu nehmen, zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, was macht mir jetzt Freude, sich da ein bisschen Zeit für sich selbst einzuräumen, ist eigentlich ein sehr wichtiger und sehr heilsamer Gedanke. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe ja gelesen, Sie haben über 25 Jahre ein Pferd gehabt, waren eine leidenschaftliche Reiterin. Aus welchem Grund oder wofür haben Sie diese Leidenschaft zurück oder abgestellt? Was ist stattdessen jetzt? Naja, Was gibt es das stattdessen? Reiten war ein Thema, das mich eigentlich, also das ist meine Freizeitgestaltung, wie gesagt, Teil meines Erwachsenenlebens beschäftigt hat. Und wir haben eben dann auch ich, meine Schwester und meine Mama 25, naja, 23 Jahre ein eigenes Pferd gehabt. Und den mussten wir leider voriges Jahr aufgrund, ja, er war schon 26, einer Altersschwäche einschläfern. Das war für die ganze Familie ein sehr tragisches Erlebnis. Und ja, da haben wir ihm dann beschlossen, aktuell einmal das Reiten sein zu lassen. Aber es war schon ein sehr starker Einschnitt und es ist schon gewesen, als würde man sich von einem Familienmitglied verabschieden. Ja. Und das Reiten war halt immer was, was auch sehr stark geerdet hat. Ja. Ja, und jetzt? Wie füllen Sie Ihre Naja, Freizeit jetzt. jetzt oder was tun Sie für den Ausgleich? Ich bin eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Ich ich pflege einen Garten und auch einen Gemüsegarten und ja, versuche da eben möglichst viel Zeit auch in der Natur draußen zu verbringen, wenn es möglich ist. Ich liebe Rosen über alles und freue mich jetzt schon in den nächsten ja, Tagen, wenn im großen Rosenbeet eine Rose nach der anderen aufblüht. Ich kämpfe tapfer den Kampf da gegen die Nacktschnecken und um den Salat zu erhalten. Welchen Tipp haben Sie da für uns? Für alle anderen, die da Naja, auch kämpfen? ich glaube wenig. Man kann nur zeitgerecht versuchen, im Frühjahr Schneckenkorn zu Liebe Barbara Taubinger, vielen herzlichen Dank. Dankeschön für Ihre Zeit und das schöne Gespräch. Ich habe mich gefreut, Sie persönlich kennenzulernen. Alles Gute für Sie und die groß angelegte Ausstellung zur brisanten Frage Europa. Wer bist du? Noch bis zum 30. Oktober 2022 im Museum am Dom in St. Pölten. Danke, dass ich da sein durfte. Mich hat dieses Gespräch sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank.